Herzlich willkommen bei einer neuen Meditation. Heute kümmern wir uns ums Immunsystem, um die Selbstheilungskräfte und um deine Fähigkeit, dich zu regenerieren. Und wir werden einfach mal schauen, was dein System braucht, das ganz viel, wenn es dir nicht so gut geht, Heilungsenergie reinfließt oder eben wenn du nicht ganz in deiner Mitte bist, in deiner Kraft bist, dass Regenerationsenergie in dich reinfließt. Und wir werden heute mal schauen, dass du wirklich jede Zelle öffnest, dass dein Körper ganz offen ist und auch deine Psyche offen ist. Und da lassen wir Lebensenergie rein. Und ich lade dich gleich mal dazu ein. Schließ mal bitte deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und das Wesentlichste, mit dem wir jetzt arbeiten werden, ist, dass du dir bewusst machst, dass rund um dich, über dir, unter dir, vor dir, hinter dir, Heilenergie ist. Also der ganze Raum, in dem du dich befindest, dein ganzes Umfeld ist voller Heilungsenergie, voller Licht, voller Heilungspotenzial. Und auf manchen Ebenen nimmt dein System, dein Körper und auch dein Seelenkern diese Energie schon auf und auch wahr. Also du bist niemals ohne diesen Energiefluss. Aber heute hast du beschlossen, diesen Energiefluss nochmal zu aktivieren, nochmal stärker zu werden und klarer zu werden. Und dafür kommt nun erst einmal dein Verstand zur Ruhe. Und zwar der uninspirierte Teil deines Verstandes. Was bedeutet das? Der uninspirierte Teil deines Verstandes ist der Teil, der dich gestresst, überarbeitet, krank wahrnimmt. Auf gut Deutsch, dein ganz normales Alltags-Ich. Und dieser uninspirierte Anteil deines Verstandes wird nun jetzt einfach mal zur Ruhe gelegt, wird kleiner gemacht, der schrumpft. Es ist wie ein kleiner Schatten, der bei dir im Kopf schrumpft, schrumpft und immer weiter schrumpft, sodass sich Inspiration in deinem Kopf, in deinem Bewusstsein, in deinem Umfeld breit machen kann. Inspiration macht sich breit in dir. Du kannst dir vorstellen, dass in deinem Bewusstsein, in deinem Kopf ein strahlendes Licht aktiviert wird. Und dieses strahlende Licht ist ganz eng mit deiner Schöpferflamme verbunden, mit deiner Schöpfungsenergie. Und du spürst, dass dieses Licht jetzt eine neue Energie in dein gesamtes System bringt. Die Energie der Inspiration, die Energie des Neubeginns. Und jeder Aspekt deines Körpers, der jetzt vielleicht müde, gekränkt, geschwächt ist, angestrengt ist, jeder Aspekt deines Daseins wird nun von diesem Inspirationslicht, diesem Schöpferinnen-Schöpferlicht, beleuchtet, erleuchtet. Alles kann neu werden, das Alte sich verjüngen, das Kranke sich heilen, das Müde regenerieren. Und du erlaubst dir nun, dein
heiles Bild, das Bild von dir, wie du fit bist, wie du voller Energie geladen bist, dieses Bild zu visualisieren. Und vor dir entsteht deine gesunde, deine fitte Form, eine Form, die von Energie nur so sprüht, die inspirierte Form. Und nun erlaube dir zu erkennen, du hast dieses Bild vor dir, dieses kraftvolle Bild. Und nun erlaube dir, das in dich einfließen zu lassen, was du benötigst, damit du zu diesem Bild kommst. Was braucht es da? Welche Aktionen gehören gesetzt? Wie viel Zeit, wie viel Raum brauchst du? Und all das kannst du jetzt erzeugen. Du kannst Zeit, du kannst Raum erzeugen, du kannst alles das manifestieren, was du brauchst, damit du in diese neue Form eintauchen kannst. Du bist in deiner Schöpferinnen, in deiner Schöpferenergie. Und du spürst, wie du nach vorne geschoben wirst, nach vorne gehst und mehr mit dieser neuen, heilen Form verschmilzt. Dieses Verschmelzen, dieses Aktivieren fließt nun wirklich vom Scheitel bis zur Sohle. Hier und heute bin ich fit, bin ich heil und bin in meiner Mitte. Und alles, was ich bis jetzt übersehen habe, was ich dazu beigetragen habe, dass ich an dem Punkt gekommen bin, wo ich jetzt bin, vergebe ich mir und erlaube mir, in einem neuen Bewusstsein, völlig klar, völlig frei, völlig selbstbestimmt, mein Leben zu gestalten. Alter Stress fällt von mir ab. Und du spürst, dass eine tiefe Reinigung stattfindet. Du bist im Zentrum deiner Inspiration. Du bist im Zentrum deines Daseins. Und mit jedem Atemzug, den du tust, wirst du freier, energiegeladener und immer mehr und mehr in deiner höchstmöglichen Schwingung. Dort, wo du festgesteckt bist, kommt nun Fluss hinein. Dort, wo du Schatten in dir getragen hast, ist nun Licht. Und dort, wo es schon hell in dir war, wird es nun noch strahlender. Du spürst, dass du in deiner Form dich entfaltest.
Und in diesem Augenblick aktiviert sich auch ganz wichtig dein Nabelchakra, dein Zentrum für Lebenslust, Leichtigkeit und Freude. Und dieses Nabelchakra erlaubt dir nun, die Dinge leichter zu nehmen, leichter zu sehen. Und du spürst, du bist innerlich fast überwältigt, aber im positiven Sinne überwältigt von dieser Vielfalt. Der Vielfalt, der Heilung, der Regeneration, der Inspiration, der Lebensenergie um dich herum. Und du kannst wahrnehmen, dass jetzt alter Stress, alte Anspannung von dir abfällt und dass du völlig entspannt und ruhig in deiner Mitte bist. Du spürst, dass dein Kopf frei geworden ist, frei für Inspirationen und dass deine Füße immer mehr und mehr, immer stabiler und stabiler am Boden stehen. Und diese Erdung, dieses Urvertrauen wächst mit jedem Atemzug und du spürst, dass du jetzt Heilung manifestierst und dass jegliche Erschöpftheit, jegliche Müdigkeit, alle Schlacken aus deinem Körper durch dein Wurzelchakra abfließen und du spürst, dass du innerlich klarer und reiner geworden bist. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt nochmal ganz klar deine Beine am Boden, wo die Schlacken abfließen. Und wo du absolut klar und selbstbestimmt die göttliche Heilenergie empfängst. Und in dieser Freiheit, in diesem Freiraum aktivieren sich deine Selbstheilungskräfte noch mehr. Und du kommst wirklich ganz in deine Entspannung, in deine Heilung an. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus. Und erlaube dir nochmal, jegliche Zweifel oder Skepsis, die du gedacht hast zu haben, die du dir kreiert hast,
So Sätze wie, ich werde immer, ich werde nie gesund, jetzt bin ich schon wieder krank, jetzt bin ich schon wieder erschöpft. Das ist diese ganze Frustration, dass du die nochmal ganz bewusst nach oben hinabgibst. Und dann atmest du jetzt nochmal tief ein. Und wieder aus. Und du spürst, dass du zu 100% in deiner Heilenergie, in deiner Regeneration, in deiner Kraft angekommen bist. Und dass du nun alle Kräfte, die um dich sind, aufnehmen kannst, sodass du ganz klar, selbstbestimmt und frei dich regenerieren kannst und voller Freude auch in die Heilung gehen kannst. Bedanke dich jetzt bei der geistigen Welt für die Hilfe und die Unterstützung. Und atme nochmal tief ein und wieder aus und streck dich durch. Und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und öffne deine Augen. Wie ist es dir gegangen bei dieser Reise? Wie war es für dich? Was hat sich verändert? Ich freue mich auf deine Kommentare. Schreib sie mir gerne unten rein. Lass mir bitte einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal. Das hilft dem Kanal irrsinnig und natürlich auch mir, diese Arbeit weiterzumachen. Ich wünsche dir eine gute Zeit aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Bis nächstes Mal. Tschüss.